Da hat sich wohl ein kleiner Holzwurm drin versteckt. Alter, wie soll man denn darauf kommen? Ich hab so Hunger, ich könnte 3 Lenas essen. Aber diesen süßen kleinen Wurm hier rühre ich nicht an. Also den Wurm kann ich also nicht essen? Nee, aber vielleicht... Nicht, dass der Wurm Minderwertigkeitskomplexe bekommt. Was liegt denn da im Dickicht noch rum? Ist da noch irgendwas? Hier ist ein Bambusrohr, würde ich sagen. Guck doch mal. Warte. Wer das einfach schon gespielt hat. Ein schöner Rohrstock. Voll der Backseat-Gamer. So, ja, aber ich... Das nee, ist ja auch gut so. Ich bin wirklich noch nicht so richtig weit. Was meinst du? Also, ja, ich würde versuchen, so vielleicht mal so. Angel. Ja, sowas. Es fehlt ein Köder. Ach so, ja, dann verstehe ich aber auch nicht, was wir da machen können. Mir gefällt die Frisur des Wurms so ganz gut. Wieso geht der Köder? Super, ach so, oder so. Eine Angel du mit brauchst Köder. Keine. Du denkst zu viel. Ja, ich wollte das einzeln machen. Ach so. Ich wollte diesen Zwischenschritt, der war mir wichtig einfach. Denkst zu viel. Ja, kennst du, ne? Ja, ja. Zu viel denken ist schwierig. Übrigens, ganz kurz, ich möchte eine Sache feststellen, weil wenn ich jetzt zurückgehe. Dein eines Bein, das hintere Bein, ist irgendwie ganz gelb. Guck mal, wenn du hier gehst. Ja, ich hab Hepatitis C im rechten Bein. Ah, okay. Aber nur in einem Bein. Okay. Ich dachte irgendwie Skorbut oder irgendwas. Aber ich mal ganz kurz vielleicht nochmal... Willst du noch ein paar Weisheiten irgendwie? Ja, ich würde gerne falls... Achtung. Vielleicht... Okay, jetzt wo es jetzt ums Thema Körperpflege und Haut geht. Boah, schön. Eine Lesung. Sami Slimani aus dem Buch Das Slimani-Prinzip. Hoffentlich fragt mich das Ordnungsamt nicht nach meinem Angelschein. Der quatscht dazwischen immer. Haare nicht mit dem Handtuch trocken rubbeln. Was? Viele Menschen rubbeln nach dem Haarewaschen ihre Haare mit einem Handtuch trocken. Das ist effektiv und geht schnell, allerdings wird durch diese Prozedur die Haarstruktur aufgeraut. Octopus-Filets. Ist das? Ich muss sie nur und die Haare sehen spröder aus und haben weniger Glanz. Ist mir auch direkt aufgefallen, als ich eben gesehen habe. Ja, guter Typ, aber die Haare sehen spröder aus und haben wenig Glanz. Besser ist es, deine Haare sanft gegen das Handtuch zu pressen. Und sie so zu trocknen. Das dauert zwar länger, ist aber auf Dauer besser für dein Haar. Das sprödes Haar mit wenig Glanz. Okay. Aber in deinem Alter kann man froh sein, dass man überhaupt noch welche hat, ne? Das ist wahr. Vor allen Dingen, ich habe sie jetzt gefärbt. Ich bin eigentlich gar nicht blond übrigens. Wirklich? Ja. Ernsthaft? Ja, wegen Charity-Event. Wir hatten gerade Charity-Event, da habe ich mir die Haare... Die sollten eigentlich grau werden, sind aber blond geworden. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich älter werde und das ist einfach immer der Zerfall, der beginnt. Lange. Ich finde das gar nicht so zerfallig eigentlich. Ich finde das ganz cool. Also ich bin jetzt ein bisschen mit dem Umzug sind wir jetzt auch ein bisschen spießig geworden. Das ist voll geil und ich liebe es. Aber warum hat denn so 5 deutsche Doggen? Das ist ja Wahnsinn. Weil die waren so, wir waren im Zwinger und haben das halt gesehen und wir haben ja einfach alle mitgenommen. Das war so ein Wurf. Wolltest du nicht einen mitnehmen und den aus der Familie reißen? Genau. Das ist ein krasser Lifestyle. Und das Gute ist halt, wenn einer angreift, dann ist das nicht so effektiv, als wenn 5 draufgehen. Das stimmt. Ne, wenn Zuschauer vorbeikommen oder sowas, irgendwie unangemeldet, dann... Oder. Aber es ist krass. So. Ich finde es halt krass mit den ganzen Kameras hier im Haus. Also es ist wirklich, wenn mir zu viel. Ja gut, das ist für die Streams, weil ich habe gedacht, dass man später so ein bisschen Big Brother und so, man muss ja auch mehr in Richtung Fernsehen gehen alles. Ja, das stimmt. Das ist, wir hatten auch überlegt, der Herr und ich hatten überlegt, ob wir nicht so eine Challenge machen, einfach zusammen in einer Badewanne voll Beefy Rolls baden. Ja, aber die Frau an der Aral hat eben gesagt, nee, so viel hat sie gar nicht. Ich wollte dir erst noch einen Belmanda-Nougat-Marzipan-Riegel mitbringen, weil ich habe eh gewusst, nach dem Genuss von, guck mal hier, das habe ich gerade gegessen, Beefy-Currywurst. Ist das nicht die neue Beefy? Ist deine noch hier? Ich habe meine, ja. Kannst du mal kurz eben weiterspielen? Ich würde mir eben von oben aus der Pantry-Küche mal eben kurz meine zweite Cola holen. Ich habe die oben vergessen. Du kannst kurz Alfred Bescheid sagen. Nee, ich gehe schon eben hoch. Okay, na gut. Hältst du kurz die Stellung? Ja, klar. Aber kannst ruhig mal weiter, vielleicht kommst du weiter. Ich bin wirklich sofort wieder da. Okay, ich versuche mal weiter zu spielen. So, der Jan holt mal eben was. Dauert ein bisschen länger als im Westflügel. Deswegen schaue ich mir mal ganz kurz um. Was haben wir jetzt gefunden? Octopus. Ganz ehrlich, was soll ich mit Octopus gelesen? Ich habe gar keine Ahnung. Und der Jan hat jetzt so vorgelegt, weil der kennt das Spiel natürlich schon. Und ich bin jetzt voll am Arsch und da liegen Bücher, die hat er sich. Weißt du, Fernsehtyp, hat sich die Bücher gar nicht angeguckt. Ist ja klar. So, das die sind ja Kunst, keine Kassenbücher. Ich zu sein von Julia Becker und die schönsten Erdogan-Gedichte. Ja, brat mir einer eine Ziege. Darf ich Ziege überhaupt noch sagen? Ob er die Bücher deswegen... Sag mal, hast du die Bücher aus einem bestimmten Grund nicht angeguckt? Vielleicht wegen Erdogan-Gedichten? Ach so, nee, hab ich vergessen. Ach so. Nee, gar nicht. Alles grad, gut. Hab ich mich gerade gefragt. Ja, jetzt hast du noch mehr Beefy. Weil ich nicht wusste, was du für ein Typ bist. Ja. Entweder Beefy Roll Hot... Oh. Oder Beefy Roll normal? Oh, ich weiß, also schmecken nicht alle Beefys lecker? Was, ich kann aber mich was, nie entscheiden. Was ist denn eher deine? Hot oder Roll? Ich würde echt gerne mal die Currywurst, die neue Sorte Beefy Currywurst probieren. Das ist nicht gesponsert, das ist alles von meinem eigenen GEZ-Geld gekauft. Und ich verurteile auch, also Beefy auch, boah, Beefy, aber manchmal, wenn einen der kleine Hunger packt. Oder Karazza.
Sind wir ganz ehrlich, das sind genau die Sachen, die an der Tanke mal retten. Genau, und weißt du, ohne Scheiß, und wir haben irgendwann in der Redaktion festgestellt, dass wir, wenn du, weißt du, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, wenn du dann, es gibt so Momente, wo du denkst, okay, Alter, jetzt esse ich entweder einen Ranger oder einen Karatzer. Und dann haben wir uns so darüber lustig gemacht, dass dieses Lebensmittel seit 20 Jahren an Tankstellen liegt, dass sich das quasi nicht verändert hat. Und das ist eigentlich der allerletzte Dreck, ist das zu essen. Das ist quasi, wenn du sowas isst, dann weißt du, du bist wirklich absolut keine Esskultur, du bist einfach ein Schwein. Und dann haben wir das, ist es so eingeflossen, immer mehr in die Sendung und in die Arbeit. Und dann fangen dann Leute an zu schreiben, ey, wirst du von Karatza gesponsert? Nein, ich werde nicht von Karatza gesponsert. Und ich empfehle auch nicht zu viel Karatza zu essen, aber ich finde einfach, es ist sehr interessant, dass es das gibt. Und dann, Karatza hat ja diesen Pizza-Charakter, ne? Ja, genau. Komischen, und das fand ich mal so schmierig, ekelhaft, aber... Kennst du noch den Werbespot, den Karatza-Werbespot? Boah, ist ewig, ja, 90er, glaube ich, irgendwann. Aber ich weiß nicht. Ich habe kein Internet. Ich weiß nur, die hatten vor Ewigkeit mal eine Flirt-Plattform. Karatza hat eine Flirt-Plattform gehabt? Die hatten eine Flirt-Plattform. Für Menschen, die nach Pizza, nach Karatza riechen. Ich habe keine Ahnung. Wenn es beim Küssen nicht unangenehm ist, wenn beide nach Karatza schmecken. Ja. Kann auch retten. Oh, hier ist ein Tümpel, warte mal. Das Vermächtnis der Tümpelritter. Schön. Sehr gut. Viele schlechte Wortwitze drin. Finde ich gut. Viele auch sehr gute. Ich mag das. Nee, also ich werde nicht von Karatza gesponsert. Und es ist eh beim ZDF ist zum Beispiel das Problem, das hast du hier bei YouTube nicht. Wenn, wenn du da quasi Scherze machen möchtest über Firmen oder über Markennamen, bist du sowieso immer im Verdacht, dass du da irgendwie gesponsert bist oder nicht. Aber auf YouTube nie. Weißt du, du kannst auf YouTube, ich habe neulich mal die Spielesammlung gezeigt und dann, alter Gronkh, so viel Product Placement. Weil die Leute wissen einfach nicht, was das ist. Die Leute wissen nicht, was Product Placement ist. Die Leute wissen gar nicht, was Sponsoring ist. Und da wird immer so ein bisschen Hexenjagd betrieben. Ist bei euch wahrscheinlich genauso. Nee, bei uns ist es gar nicht erlaubt und nicht möglich. Und ich bin tatsächlich finanziell bin ich ganz zufrieden. Der Sender zahlt mir 600 Euro pro Sendung. Und das reicht mir eigentlich. Mhm. Das sind mal vier, das sind 2400 im Monat. Und ehrlich gesagt, das ist... Dose nicht aufbekommen. Warum soll ich noch mehr haben? Jetzt sind die Beefy. Dafür bitte lecker. Einmal den Preis für herausragendes Game Design. Prost. Es ist Beefy hat Biss. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Das Geile an diesem Currywurst-Ding ist, dass da ist so eine dünne Salamischeibe drin und die schmeckt wie die Pelle von einer Currywurst. Mhm. Oder? Also das Beißgefühl. Ich muss sagen, ich esse gerade zum ersten Mal. Ist nicht erstmal, wenn man reinbeißt, ist es irgendwie eklig. Also wirklich aber echt eklig. Über Karat. Man hat so ein bisschen Selbsthass dabei, weißt du? Aber wie wenn man das erste Mal am Bahnhof irgendeinem Fremden einbläst. Gut, da ist auch Selbsthass dabei, aber... Am Anfang ist es eklig, aber dann gewöhnt man sich dran. Genau. Und so langsam stirbt der Geschmacksnerv ab und dann ist es einem egal. Und am Ende gibt's Geld. So, was willst du machen? Ja, bis auf den Geldpart halt. Aber dass es da auch keine Konkurrenz gibt an der Tankstelle, dass nicht irgendeine andere Firma mal auf die Idee kommt, das Beefy-Segment aufzubeefy-rollen von hinten quasi. Dass man da nochmal eine Konkurrenz... Also findet offenbar Monopol an Tankstellen. Es gibt keinen anderen Zweitanbieter von Wurst. Gibt's nicht. Und wie es hier drin riecht schon allein. Wie ein Hamsterkäfig. Ja. Und die ist echt, ich muss sagen, die ist von einer ganz widerwärtigen Qualität. Nee, aber das, und ich finde das, was total eklig ist, ist diese Konsistenz. Diese Pampe da drin. Ja, und das geht ja noch, aber dass du dann dazwischen drin so was Hartes, Wurstartiges hast, aber es auch ein bisschen zu dünn geschnitten ist für eine Scheibe Salami. Und du denkst dir, ist das die Haut von der Currywurst? Das ist wie am Bahnhof einblasen. Ja. Es ist original. Boah. Ekel auf der Pampe, ein bisschen Haut dazwischen. Was hast du eigentlich für, weißt du, ob hier viele, gucken hier viele unter 18 zu, diese deine jetzt, Sachen? Jetzt nicht mehr. Jetzt und von den Eltern am Ohr weggezogen. Komm da weg! Boah. Entschuldigung. Das war am Spiel, ein Soundeffekt. Das war ein geringer, ich bin mit einem Freund auf eine dicke Kröte getreten. Die versteckt war. Egal wer nach mir das Mikrofon benutzt, er wird auf jeden Fall er wird dich fragen, ob hier einer eine Beefy-Roll ist, weil es ist ja schön in diese ganzen. Das zieht Mikrofon ja so rein, in die Poren reingezogen. Ne? Schön Beefy-Rülpser. So, warte mal. Universal-Tool. Ich wollte gerade die Dose an den Steinen aufschlagen. Wenn das Dende sehen könnte. Dende. Toll animiert. Oder? Hammer. Aha. Lecker. Glumpsecco. Warum Dende gerade? Ich glaube, weil da drauf steht Glumpsecco auf der Dose. Auf der Strandhutkiste. Haben wir aber nicht. Das sollte fürs Erste den schlimmsten Durst stillen. Aber gute Frage. Jetzt nur es kann noch sein, dass ein kleiner Plothole. Wie gesagt, ist noch nicht ganz die Alpha-Version. Ich habe schon mal jetzt auf jeden Fall was gegessen. Aber es funktioniert schon mal ganz gut. Das funktioniert ganz gut. Wir essen und trinken ja auch gerade. Ich hoffe, das ist okay. Ich trinke jetzt Kaffee aus einer rosa Tasse. Das unterstreicht meine Männlichkeit. Und die SpongeBob-Tasse muss nicht auch. Ist ohnehin, also ich finde das ist hier das komplette Untergeschoss. Ist das Granit oder ist das Marmor? Ich kann das immer nicht unterscheiden.
Ist das da hinten? Ist das da hinten? Ist das hinter der Glas, hinter der Glaswand? Ist das, ist, geht das da zu dem, zum Sauna- und Poolbereich? Das riecht so nach, leicht nach Chlor hier. Hier ist mal die Studiowand. Also hier die Glaswand, dahinter kommt das Studio rein. Das sieht man momentan noch nicht. Okay. Aber wenn du hinten durch diesen, du hast ja hinten so einen Teilbereich hinter der anderen Tür. Mhm. Da geht's dann zur Sauna. Okay. Und, der Pool kommt aber noch rein. Aber das ist, weil das, man denkt von außen, obwohl das ja diese beiden Türme hat, das ist relativ, das relativ klein ist. Aber hier drin denkst du schon, wie viel, 5, 6 Stockwerke ist es bestimmt? Mhm. Wir sind jetzt im -2. Also was unten, was wir unten noch machen wollten, das war Tiefgarage. Mhm. Weil jetzt ja auch Besuch kommt und sowas, da musst du halt gucken, wo die Leute parken. Wir haben zwar einen Carport draußen, aber es ist halt doof, wenn die Karre da mal steht, das fällt klar. Halt auf. Na klar. Dann haben wir überlegt, ob wir den Carport vielleicht umbauen, irgendwie zu einem Gästehaus. Ja, aber sag mal, was total krass ist, wenn du gerade auf das Grundstück kommst, du siehst ja erstmal gar nicht, dass dein Haus ist. Und ich finde, was total krass ist, wie du das, diese sehr hohe Mauer, die ist ja bestimmt 5, 6 Meter hoch, um das Grundstück drum, ist das nicht ein bisschen, also ich meine, ist das nicht irgendwie ein bisschen krass? Ja, die war ja da. Und das Gute ist aber, du siehst ja durch die Aufwand, du hast ja diese beiden Gitterschwingtore, da siehst du ja eh schon das Haus. Ich war jedenfalls sicher dunkel, ich hab's eben nicht gesehen, aber... Ah, okay. Also normalerweise bei Tageslicht siehst du normalerweise... Aber der Weg vom Tor unten bis zum Haus ist bestimmt 4 Minuten mit dem Auto. Ja gut, weil der Park davor ist. Achso. Aber das ist ja normal. Ich war mal bei Roland Emmerich im Rahmen meiner, Oh, warte mal, ich hab eine Idee, warte mal. Ja. Achso, wir spielen ja noch, Entschuldigung. Ich hab eine Angel, Octopus, Hast du noch Benzin für... Nee, Feuer? Nee. Wir können dich denn mal Feuer... Ein Stein vielleicht, ein Feuerstein. Tret nochmal mit dem Vogel, vielleicht hätte irgendwas. Okay. Hallo, gefiederter Freund. Hallo, Jan. Woher kennt ihr meinen Namen? Was ist das hier für ein... Soll ich Ihnen ein Gedicht aufsagen? Nee, lassen Sie mal lieber. Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe immer noch riesigen Hunger. Ich habe da hinten einen Ziegel gesehen. Ach, den Schnabel. Du hast die anderen Sachen gar nicht gefragt. Was ist los? Hey, Kumpel. Wir müssen das auch wissen. Können Sie mir kurz mit dieser Dose behilflich sein? Klaro. Vogel, Dosenöffner. Schnabel, Papagei. Ja, okay. Herzlichen Dank. Boah, die Animation ist krass. Das ist mir schon ein bisschen süß. Boah. Du musst noch ein kleines bisschen Liebe... Oh, Jan. Octopus. Der Mann macht alles für Geld. Schön. Alles. Igitt. Damit wäre der größte Hunger gestillt. Dann lieber am Bahnhof. Was? Telefon. Was? Ah, ja, klar. Was war das für ein Geräusch? Telefon. Hier geht's doch nicht mit rechten Dingen zu auf dieser Insel. Warum gehst du nicht ran? Währenddessen. Aha. Lösegeld. Oh, warte, Lösegeld. Wir müssen die GEZ-Überschussmillionen finden und Jan freikaufen. Und dann nehmen wir uns diese Schweine vor und machen sie fertig. Seid ihr dabei? Das ist Jan, Enthusiasmus. Halte durch! Ich rette dich! So. Gagmaschine. Offenbar haben wir jetzt gerade die Figur geswitcht. Ich bin auf der Insel. Also ein verschiedene, multiple Figuren werden geswitcht. Also links sieht man hier Larissa. Mhm. Aber die Frage ist... Hey, Larissa! Hey. Ey, bist du nicht der mich ständig auf Tinder stalkt? Und was machst du so? Ich muss gleich noch mal Tupac interviewen. Und danach? Ach, keine Zeit. Ich lege um 3 Uhr noch im Berghain auf. Los, komm, das ist schon Jan. Jan. Ist ein altes Spiel, sehr altes Spiel. Ja, okay. Ist 90er. Hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge, welcher das war. Der mit den Klöten? Och, bitte, jetzt hilf mir doch mal. Fang du doch schon mal an. Ich such später auf Snapchat. Altes Spiel, sehr, sehr alt. Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich weiß nicht mal, wo meine Haustürschlüssel sind. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich habe eigentlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Ich bin nur für die Frauenquote hier. Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich weiß nicht mal, wo meine Haustürschlüssel sind. Ja. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Das heißt, du wirst gerade festgehalten. Ich werde festgehalten. Und träumst das mit der Insel. Ja, ich weiß nicht. Zu tun. Das erklärt das Handy. Ich bin nur für die Frauenquote hier. Ein altes Handy. Ich musste mal wieder. Also das ist jetzt der Teil, wo man quasi durch Gespräche mit anderen Leuten, es kommt noch mehr im Spiel, herausfinden muss, was überhaupt passiert ist.
Okay. Ja. Und man muss, ich meine, und ja, probier. Ich probiere einfach weiter. Ob du da rauskommst. Du kannst mir natürlich mit Rat. Hast du dich auch schon bis hierhin schon Ja, ich war schon mal okay. da. Ich bin noch ein bisschen ordentlich weiter. Okay, okay. Dann ich werde dich nur ab und zu mal um Hilfe bitten. Wir wollen das auch nicht komplett durchspielen, aber ist es jetzt. Also wir spoilern das jetzt nicht komplett, oder? Nee. Ich mache eben ihre Folgen draus. Achso, echt? Ja, klar. Achso, mach's gut. Wenn dir das recht ist. Mir ist das total. Ja, klar. Mach du mal, du kennst dich aus mit dem Internet. Sind mehrere Tage Coverage. Ich bin vom Fernsehen. Natürlich. Hallo, Beefy. Hallo, William. Sag mal, ist das, wie viele Kanäle sind das? 200 hier auf dem Mixer oder was? Ja, klar, für Gäste auch. Wahnsinn, Alter, da kannst du das Sinfonieorchester mit anschauen. Das soll ein Fernsehstudio werden. Das scheint ja kohlemäßig ganz gut zu laufen hier. Na gut, die Kohle ist jetzt weg, das ist ja alles im Haus jetzt, ne? Wahnsinn. Wie sieht's bei dir aus? Ganz anders, viel Ikea, bei mir ist hier nix, gar nichts. Nee, Ikea, Bei mir zu Hause Expedit. Ja, Bett, nee. Regal, alles Expedit, aber hier? Nee, wir haben uns die Möbel halt zusammen designen lassen quasi so ein bisschen. Alles getischlert, ne? Genau, das muss ja auch reinpassen. Aber ja gut, wenn es in solchen Nischen da reinpassen muss, dann kannst du auch nichts von der Stange kaufen, ist ja klar. Ja, ja. Aber ich fühle mich echt beeindruckt. Und vor allem, du findest bei Ikea halt nichts, was zum Marmor passt. Ja klar, das ist klar. Das ist das größte Problem. Das kennt ihr bestimmt auch. Beschwerde. Ich finde bei Ikea nichts, das zum Marmor passt. Scheiße. So, ich mach mal weiter. Und was machst du so? Jetzt, wo Jan weg ist, übernehme ich den Laden hier. Das ist so ein Lachen, da muss ich ja mal mit Florentin drüber sprechen, weil ich merke, das ist auf der einen Seite ironisch, auf der anderen Seite auch nicht. Bei Florentin muss man eh aufpassen, der ist ja auch... Das Lachen klang ein bisschen gestellt auch. Kennst du Florentin eigentlich? Nein. Er würde gut zusammenpassen. Eure Bärte könnten sich aneinander klettverschlussmäßig. Aber du hast ja auch Bart. Ja, aber nicht so richtig. Du hast ja einen richtigen gepflegten Bart. Ich bin ja bei mir ist ja eher zu faul zum Rasieren. Gepflegt? Ja, du hast ja einfach einen Bart. Auch die Haare sind bei dir alle gleich lang und so. Das täuscht, das... Das muss am Licht liegen. Also. Oder er ist einfach sehr charmant, das kann auch sein. Nee, ich bin einfach nur zu faul zum Rasieren und Florentin hat richtig gepflegten Bart. Und der kennt sich auch aus dem Internet. Der ist auch bei YouTube. Krass. Der hat auch eine gute Arbeit. Also, kennst du das? Gute Arbeit von denen? Nee. Ist gut. Ich hab offenbar nachholen. Gute Arbeit. Kultur Nachholbedarf. Gute Arbeit Originals heißt es eigentlich, genau, aber ich sag gute Arbeit. Aber okay. Ich muss da noch mal reinschauen. Lass mal Florentin in Ruhe, der muss das Internet aber bespielen. Aber GEZ-Überschussmillionen. Ja, frag weißt doch mal. Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich bin hier der Beefträger. Dafür werde ich nicht bezahlt. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich bin eigentlich nur im Spiel, damit ich wieder Werbung dafür mache. Schon schlecht von der Currywurst. Und hinterher behaupte ich, ich hätte das Spiel selbst programmiert. Echt toll. Aber ist das, was ich dich vorhin schon fragen sollte, in dem Schrank da vorne, ist das ein Waffenschrank? Die eine Hälfte sind Cosplay-Waffen, die andere sind im echten. Ich habe mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung bei so einer Fortbildungsveranstaltung teilgenommen. Das ist schon so, wenn man Gamer ist, also auch spielt, dass man dann potenziell auch, also eigentlich fast ein Mörder ist, oder? Haben die mir erzählt. Ich habe ja relativ früh angefangen, damals schon. Bevor ich 18 war, habe ich ja Doom und Wolfenstein damals gespielt, uralte Version. Ja, aber Nazis erschießen, das ist nicht so schlimm bei Wolfenstein. Nazis erschießen und bei Doom Monster, aber, Zombies. Aber du hast ja nicht nur diese passive Aggressivität, sondern du hast ja wirklich diese aktive Aggressivität, weil bei Spielen nimmst du ja daran teil, die überträgt sich natürlich 1:1 ins richtige Leben. Ich finde es auf jeden Fall, also ich hab eben, als ich das gesehen habe, ich meine, ich dachte, es ist für irgendwie, was ist das für ein komischer Schrank? Und da habe ich eben, ich habe gerade nochmal, das ist ein Waffenschrank. Und vor allem, also ich muss nochmal sagen, zum Beispiel auf Fußballspielen, hörst du nie davon, dass es eine Schlägerei gibt oder sonst irgendwas. Nee. Die vertragen sich alle, aber bei LAN-Partys alle nur. Und das sind krasse Typen. Die sehen zwar aus, die haben dann teilweise so Oberarme wie ich Unterarme, so dünn, aber da ist Kraft drin, unfassbar. Das ist wie bei Bruce unfassbar, Lee. Unfassbar, ja. Wenn du den ganzen Tag auf der Maus rumklickst und WASD, dann hast du einfach einen muskulösen, durchtrainierten Körper. WASD war mal eine Partei in Westdeutschland, ist dann in die Linke aufgegangen. Oh, okay, das muss WASG. Ist egal. Nee, was mir immer auffällt, gerade bei Gamern, sie können ja nicht in die Augen gucken. Und das ist, weil wenn man ihnen in die Augen guckt, dann sieht man, wie böse das eigentlich ist da drin. Ja, bei dir geht es ja, weil du bist das ja gewöhnt. Du bist ein Promi-Gamer. Ich habe die Augenbrauen, ich zieh mal die Augenbrauen hoch als Trick, dass sie wirklich. Alter, bei dir würde es doch auffallen, würdest du doch merken, wenn die Leute mitbekommen, wenn du da irgendwie eine Gewalttat verübst. Du musst deine Leute haben. Ich hab dafür einen Keller. Ja? Ich hab den Keller und das Geld. Und wo kam das Gestöhne vorhin her? Also. Das machen wir nebenbei. Wir haben noch einen anderen Flügel, weil wir haben ja eh viel mit Kameras und sowas. Wir produzieren inzwischen nicht nur für YouTube, sondern halt auch für andere Adult-Seiten halt. Wir haben da diverse Webcam-Shows und sowas laufen, alles im Haus. Deswegen muss man ein bisschen mehr Platz haben.
Alles du im lachst Haus. Aber, ich alles im ist alles im Haus, bei uns alles im Haus. So einzelne YouTube-Webcam-Kabinen und da wird einfach, also quasi, also da, und das ist ja nicht für YouTube, das ist ja wirklich für andere, so für Cam-Sachen. Ach so, also es ist nicht für YouTube. Weil nee, die haben es ja schon verboten. Genau, bei YouTube, ich habe mal einen Clip online gestellt, als wir noch keinen offiziellen Kanal hatten mit ZDF Neo. Und da waren Brüste zu sehen. Also, obwohl die gepixelt waren, haben die uns das gesperrt und wir haben einen Strike bekommen. Bis wir dann so einen offiziellen YouTube-Kanal hatten. Wenn du jetzt irgendwas online stellst bei YouTube, du kannst auch keine Strikes bekommen, ne, oder? Doch, kann ich, habe ich schon. Wirklich? Na klar. Ich habe auch schon Strikes bekommen und mir wurden auch schon Sachen ab 18 geflaggt, klar. Oh. Mir werden Sachen demonetarisiert, weil ich Gewalt zeige oder so. Weißt du, wer für unseren letzten Strike verantwortlich war? Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Echt? Wer kann das sein? Lalalala. Ach, guck mal hier. Er gibt Make-up-Tipps. Also, hey Boys, wenn ihr Lust habt, am Wochenende ins AAA oder ins Diamond. Das ist Sammy, ja, ja. Okay. Und das, so macht man's. Ich weiß auch gar nicht, für wen das Buch ist. Das ist eigentlich ein Frauenbuch, oder? Also, obwohl als Mann fühle ich mich auch angesprochen. Da sind Tipps für alle Menschen. Seine Schwestern sind und auch. Und inzwischen, hübsch. Es kommt auch gar nicht mehr drauf an, ob du Mann oder Frau bist. Für mich sind's die deutschen Kardashians, die Slimanis. Das, was aber offenbar was Gutes ist. Jetzt müsste Sammy nur noch mit einer verrückten Rapperin zusammen sein. Das würde ich... Mit Schwester Eva vielleicht. Boah, aber das würde ich... Schwester Eva und Sammy. Das würde ich echt gerne sehen. Lass sie, er hat. Ich würde Geld dafür bezahlen. Lass ihn, er hat. Kennst du den Clip von Schwester Eva? Nee. Wo sie in Frankfurt im Rotlichtmilieu so eine Tante verprügelt? Bei YouTube. Nee, kenn wirklich. Ich hab mich mal durch das Lebenswerk von Schwester Eva geklickt. Dauert 15 Minuten, gibt es 4, 5 Clips nur. Mhm. Und einer davon ist so eine Spiegel-TV-Reportage, wo sie irgendwie völlig sauer und auch druff irgendwie so, also auf Agro. Ist ja momentan eingesperrt, deswegen kann man offen reden. Ah, okay. Wo sie da irgendwie eine Frau aus dem Twingo zieht und die zusammenschlägt und dann irgendwie wird sie weggezogen dann und kommt dann wieder zur Ruhe und dann tritt noch eine ihrer Freundinnen nach und dann sagt Schwester Eva, um den Streit zu schlichten, lass sie, sie hat gekriegt, sie hat. Lass sie hat. Lass sie. So ausgerissenen Haarbüscheln und so. Lass sie hat. Aber warum? Ja, aber es ist Gewalt. Gewalt ist im Kommen. Vielleicht hat man. Guck mal. Hat früher Call of Duty. Ihr YouTuber, ihr kennt euch alle untereinander. Das ist doch unterschrieben von den Dunia, ja. Lamia und Sami Slimani. Ja, klar. Die drei Schwestern. Und du musst da nachher auch noch reinschreiben. Ich mach das auch gleich. Das ist mir wichtig. Das ist so, weißt du? Und das Allergeilste sind diese Vorher-Nachher-Dinger. Und es wurde, ist nicht so, dass da mit Schönheitsoperationen nachgeholfen wurde, oder? Glaubst du, dass da die Nase gemacht wurde? Nee, ne? Ist einfach schön gewachsen. Kann ich mir nicht vorstellen, das ist einfach genetisch. Ist überhaupt das muss so passieren. Nein, das ist wunderschön. Das ist Evolution. Das kennen wir gar sind nicht. Da, ob da Veneers drauf sind auf den Zähnen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was das ist. Glaube ich nicht. Was sind Veneers? Glaube ich nicht. Das sind Keramikverblendungen. Sehr beliebt in der Promi-Szene. Und es ist tatsächlich, ich finde eigentlich die schlimmste Zahn Angelegenheit ist, wenn das Verhältnis zwischen Zahnfleisch und Zähnen nicht stimmt. Also wenn du sehr viel Zahnfleisch und sehr wenig kleine Zähne und da kannst du eigentlich quasi nichts machen. Da musst du dann so Veneers drauf knallen und dann gehen quasi die Keramik-Veneers über. Bist du was Zahnfleisch quasi? Über das Zahnfleisch rüber und das ist natürlich ganz, weil sich da Bakterien absetzen und total tödlich fürs Zahnfleisch, aber einige Leute machen das. Und es gibt aber auch, also wenn das jetzt nicht das Zahnfleischproblem ist, kannst du dir quasi irgendwann ab 30 wird es ja mit den Zähnen schwierig. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ist bei dir auch so? Mit meinen Zähnen ist sowieso schwierig, aber was wird... Achso, nein, nee, es wird schwierig, weil du, ich habe mal gelesen, dass die Zähne, der Mensch ist gemacht bis 35, dann ist er, natürlich wäre der Mensch eigentlich gestorben dann. Und, also sind wir beide jetzt quasi schon letztlich, Abfallprodukte. Ja, Jesus war da mit 27 schon tot, oder mit 32 oder so. Das waren andere Zeiten damals. Ja, ja, eben, und der medizinische Fortschritt macht der reguläre Lebenszyklus endet nicht am Kreuz. Nee, genau. Ja gut, ja stimmt, aber er wäre auch an eines natürlichen Todes gestorben, irgendwie Blinddarm oder sonst was. Da bist du ja an einer Erkältung gestorben, weil es keine Medikamente gab. Und der Körper ist eigentlich gar nicht gemacht für ein Alter ab 40. Und die Zähne sind so ein Signal dafür, das Erste, was wirklich nachlässt, sind die Zähne, die wirklich bis ab 30. Und dann kommen halt diese harten Sachen, wo dann so die Taschen ausspülen musst und dann irgendwie Zahnsteine und alles Sachen, die du bis Ende 20 gar nicht hast. Und dann kommen da wirklich die schweren Zahnsachen. Und das ist echt hart, finde ich. Ich wünsche allen Menschen, die gerade 20 geworden sind, viel Spaß auf dem restlichen Lebensweg. Es wird nicht besser, ehrlich. Nee, es geht bergab. Bis 25 ist okay, aber. Und ich meine, du warst ja auch nicht Muckis und so, du trainierst auch, ne? Ja, klar. Das muss ich muss das ja im Business quasi. Das ist krass. Man muss sich auch behaupten, weil wenn Julian ihr Bam und so, das sind so kleine agile Typen, weißt du? Das Ding ist einfach, wenn dir mal eine SD-Karte geklaut wird, dann musst du halt auch bashen. Ja, dann musst du einfach einen mitgeben. Fuck. Ja, und dann wird erstmal ein Salto gemacht und dann kannst du die Karte wiederholen. Ja, genau. Weil anders ist ja bei euch nicht anders, oder? Ja, du musst einfach du musst immer in der Lage sein, auf der Gamescom bei 15-Jährigen wegzuschellen, wenn die dir zu nahe kommen. Ja, das und ich muss halt immer, na klar, die Fans und sowas und weiß der Staatspräsident. Zack, zack, links, ja, rechts. Da musst du einfach mal einmal kurz in den Nacken und dann fertig. Kopf meets Bordsteinkante. Genau, ja.
Ja. Wir sollten, wir sollten eine Gang gründen. Warum lache ich denn jetzt eigentlich? Hm? Ich muss gleich nochmal nach Hause, ich hab die Noten werden sonst kalt. Ah, okay, okay. Leg doch auf den Toaster. Nee, ich hab so einen Whirlpool mir jetzt einbauen lassen. Ich hab schlechte Erfahrungen. Super schön. Wenn die zu lange drin sind, dann löst sich die Haut langsam ab. Ja, das weiß ich. Deswegen, und die Rotation muss stimmen. Es muss immer oft ausgetauscht werden, Material. Nee, was ich hab mir jetzt ich wohne ja außerhalb von Köln und hab in so einer alten Lagerhalle so ein Loft ausgebaut. Super schön, Eichenparkett selbst abgeschliffen und so. Und ich habe alle Wände rausreißen lassen. Ein großer Raum. Auch die Außenwände? Nein, nein, die Außenwände stehen. Das ist wirklich so eine alte, und du kommst mit einem alten Industrieaufzug hoch. Wunderschön, riesengroß. So groß wie ungefähr drei Volleyballfelder. Riesengroße Wohnung. Wahnsinn zu beheizen. Frag mich nicht. Also wirklich, das ist hart. Und ich habe dann ein riesiges, rundes Wasserbett in der Mitte. Und du kannst quasi, wenn ich in der Küche stehe, nackt, kannst du, ich kann, also, oder anders, wenn jemand bei mir in der Wohnung auf dem Klo zum Scheißen ist, kann ich vom Bett aus zugucken. Das finde ich generell sehr gut, wenn das Klo, also generell das Bad, diese Glaswände hat oder überhaupt gar keine Wände. Das finde ich immer sehr schön. Vor allen Dingen auch kannst du schön, weißt du, wenn da irgendwie, keine Ahnung, kannst du schön irgendwie Freunde ist auf dem Klo, schön kacken, kannst du schön als Mann noch oder kannst dabei zugucken. Wenn die Schwiegereltern zu Besuch sind, kannst du halt auch einfach mal, ne, das geht alles. Das finde ich sehr cool, vor allen Dingen auch, wenn man das vom Bett aus sieht. Und das Bett? Das, ja klar. Das ist, und wenn das Bett dann auch noch... Geh ruhig. Aber Jan, das ist so eine Glaswand. Ja, ich hab da kein Problem mit. Du? Und dann, weißt du, dann so die Schwiegereltern in so ein Sozial... Ja, sorry, ich bin ein total liberaler das Typ. Doch, ich bin das, so natürlich, das ist ein natürlicher Vorgang. Das ist das Natürlichste der Welt. Mach doch einfach ganz gar kein Problem. Quatsch. Und dann, der hat es wirklich gemacht, ne? Wie krass. Und dass die Mutter wieder die Tochter jetzt ist, Alter. Und die Mutter ganz cool, ja, mach ich. Oh Gott. Ich muss eh kacken. Gab Nasi Goreng. Oh Gott.